Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was den einen oder anderen betrifft, der gerade im Optionshandel anfängt. Und wenn man Anfänger ist, dann hat man in der Regel nicht so die ganz großen Konten. Da hat man eher kleinere Konten und dann überlegt man sich ja manchmal, Mensch, was könnte ich denn machen? Die Aktie hier, die gefällt mir ganz gut, die ist aber so teuer. Gibt es denn einen Weg, auch Optionen auf so teure Aktien in einem kleinen Konto zu verkaufen? Wir schauen es uns heute mal an einem Beispiel einer sehr bekannten und sehr teuren Aktie mal an. Also, Problem ist ja folgendes. Du hast ein kleines Konto und das soll wachsen. Jetzt hast du vielleicht bei uns das Webinar mitgemacht, Optionshandel für kleine Konten. Und jetzt weißt du, okay, mit dem Verkauf von Aktienoptionen im richtigen Marktumfeld, das ist ein guter Weg, um so ein Konto nach vorn zu bringen. Und jetzt gehst du so durch die Aktienscans durch und da fällt dir auf, okay, das wäre eine Aktie, das wäre eine Aktie, das wäre eine Aktie, aber teuer, teuer, teuer. Das heißt, die Prämien sind einfach sehr, sehr hoch und vielleicht auch ein bisschen zu hoch für mein Konto. Schauen wir uns mal hier ein Beispiel an. Das ist die Aktie von Amazon, ne? Amazon, ja, die Aktie, wo viele sagen, das wird vielleicht demnächst die teuerste Aktie der Welt. Also die überholt vielleicht sogar noch Apple. Das sind zumindest die Prognosen. Deren Chef Jeff Bezos ist ja mittlerweile auch der reichste Mann der Welt. Und die Aktie ja über 1300, ich glaube fast mittlerweile schon 1400 Dollar. Naja, und wenn du eben da jetzt hergehst und sagst, okay, ich mache ganz klassisch, ne, ich verkaufe einen Put an der ersten Standardabweichung, dann bringt der 1200 Dollar. So, 1200 Dollar, das kannst du natürlich nicht machen in einem Konto, was 5 oder 10.000 Euro oder Dollar groß ist. Ne? Prozentual ist diese Prämieneinnahme viel zu hoch, weil überleg dir mal, du hättest ein 5.000er Konto und würdest das machen und jetzt würde sich die Option einfach nur verdoppeln. Du hast 1200 Dollar Verlust auf ein 5.000er Konto, das wäre also viel zu viel. Wenn man so sagt, okay, ich mache vielleicht 1% Prämieneinnahme, die ich riskiere, dann brauchst du für so eine Aktie wie die Amazon, dann brauchst du, wenn du das standardmäßig machen willst, ein 100.000er Konto. Und das ist dann schon nicht mehr ganz so klein. Ne? So, jetzt gibt es natürlich die Idee und die ist durchaus ja gerechtfertigt, dass man sagt, naja, okay, warum muss ich denn an der ersten Standardabweichung verkaufen? Was wäre denn, wenn ich an die zweite oder dritte gehe? Dann bekomme ich doch auch noch eine relativ vernünftige Prämie, bin extrem weit weg vom Preis und damit könnte ich ja auch die ganzen großen Aktien handeln, weil der Vorteil ist natürlich mittlerweile durch diesen Börsenboom, den wir in den letzten Jahren hatten, sind ja sehr viele Aktien sehr teuer geworden. Ne? Also viele Aktien kosten plötzlich 150, 200, 300 Dollar und das heißt, du hättest natürlich viel, viel mehr Auswahl. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und in dem Beispiel jetzt hier von Amazon gehen wir mal hin, dass wir also zum Beispiel sagen, okay, wir würden jetzt bei 960 einen Put verkaufen. Das ist fast 30% unterhalb des aktuellen Preises. 30%, ne? Wahnsinn. Und klingt auch wie eine super Idee. Schaut euch mal hier das Ganze an. Das ist ein Ausschnitt aus der TWS von der Ordermaske. Und da seht ihr, wenn man das machen würde, du bekommst 100 Euro Prämie oder 100 Dollar. Aber du hast eine Margin von 8.000 Dollar. Das steht natürlich in keinerlei Verhältnis und auch das wäre wieder für ein kleines Konto überhaupt nicht umsetzbar. Ne? 5.000er Konto geht nicht, 10.000er Konto geht eigentlich auch nicht. Ne? Das heißt, du brauchst ein deutlich größeres Konto. Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn. Prämieneinnahme funktioniert, Margin funktioniert nicht. So, und was kann man da also machen? Muss man die jetzt wirklich alle weglassen? Nein, muss man natürlich nicht. Es gibt, für alles gibt es einen Weg. Und ein Weg, den man gehen könnte, wäre zum Beispiel, dass man eben Spreads verkauft. Ne? Sogenannte Bull-Put-Spreads. Gerade auch für Anfänger ja eine gute Idee, weil damit nehmt ihr dieses Risiko raus, dass die Aktie, viele Anfänger haben ja immer die Angst, dass die Aktie, die heute noch an Allzeithoch macht, morgen bei Null steht. Ne? Die Angst ist aus meiner Sicht relativ unbegründet, aber wenn die Angst da ist, dann ist sie halt da. Und wenn er halt so einen Put verkauft und dazu noch einen Put kauft, also einen sogenannten Bull-Put-Spread macht, hier Put verkaufen, da einen kaufen, dann reduziert er natürlich das Risiko. Und reduziertes Risiko bedeutet natürlich auch reduzierte Margin. Und schaut euch mal hier das zweite Bild an. Da habe ich jetzt einfach mal das so gemacht, dass er sagt, okay, ich verkaufe jetzt hier ganz normal einen Bull-Put-Spread und habe auch wieder eine Prämie von ungefähr 120 Dollar, aber nur 800 Dollar Margin. Ne? Also eine sehr schöne Prämieneinnahme,
im Verbund mit einer sehr schönen geringen Margin, was man also auch in großen Konten definitiv machen, was man auch in kleinen Konten, in großen so ohnehin, aber was man auch in kleinen Konten definitiv umsetzen kann, weil in einem Spread, wisst ihr ja, ist das Risiko auch begrenzt auf diese 800 Dollar. Und wenn man eben jetzt sagt, okay, 10.000er Konto, 800 Dollar, immer noch sehr viel, 8%. Da gehen wir aber vom absoluten Worst Case aus, also wirklich, dass die Aktie quasi nach unten durchfällt und ihr keinerlei Chance mehr habt einzugreifen. Ihr seht also, es gibt tatsächlich auch Wege, wenn ihr ein kleineres Konto habt, wie ihr teurere Aktien oder auch teurere ETFs, wie ihr die handeln könnt. Und der einfachste und sinnvollste Weg ist, das Ganze immer über einen Spread zu machen. Ihr reduziert die Margin, ihr reduziert damit auch euer Gesamtrisiko und es hilft euch vor allen Dingen, gerade wenn ihr Anfänger seid, auch mal mit Börsentagen umzugehen, wenn es mal nicht so gut läuft, ne? Wenn es mal gegen euch läuft, wenn ihr vielleicht panisch werden könntet, wenn ihr keine Absicherung im Markt habt, so habt ihr die Absicherung über den gekauften Put im Markt. Und deswegen, ich persönlich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Spreads, aufgrund der höheren, der doppelt so hohen Gebühren und weil es auch ein bisschen schwieriger zu adjustieren ist, aber gerade wenn ihr einsteigt, ist es ein super Weg, sowas zu machen und dann könnt ihr eben auch solche teuren Aktien wie beispielsweise die Amazon sehr, sehr gut handeln. Ich hoffe, dieser kleine Tipp bringt euch in eurem Optionshandel weiter. Wenn ihr noch mehr lernen wollt über den Optionshandel, dann schaut mal bei uns auf die Webseite www.optionsstrategien.com. Da findet ihr viele Angebote für kleine Konten, für große Konten, Coachings, Webinare und so weiter. Aber das wisst ihr ohnehin. In diesem Sinne. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.